Herzlich willkommen zu diesem Videotutorial für das Alplaneton Grafiktext. In den nächsten knapp 4,5 Minuten zeige ich Ihnen ein neues Feature, nämlich wie Sie einen Text entlang eines Elementes ausrichten können. Hier sehen Sie ein Beispiel, das ich vom Kunden erhalten habe, der sich diese Funktion gewünscht hat. Enthalten auf dem Teilbild sind verschiedene Standard-Alplan-Elemente, hier zum Beispiel Ellipsen, Kreise, Linien, Polygonzüge und auch Splines. Alle diese Elemente können mit der neuen Funktion beschriftet werden. Hier mal den Spline als Beispiel. Sie sehen hier nochmal die Konstruktionsbefehle von Alplan und im Add-on Grafiktext finden Sie die neue Funktion Text an Kurve ausrichten. Sie wählen das Element und Sie können sofort beginnen, den Text zu schreiben. Wenn Sie die Option Mitte aktiviert haben, dann erhalten Sie einen Griff in der Mitte und Sie können mit diesem Griff den Text beliebig am Element ausrichten. Die Laufweite entspricht dem Abstand der einzelnen Buchstaben, das wiederum in Kombination mit dem Zeilenabstand und der Höhe können Sie natürlich beliebig einstellen, wie Sie es gerne haben möchten. Auch wenn Sie den Text auf der anderen Seite möchten, einfach den Haken bei Umdrehen rein und es passt. Sobald Sie die Option mittig ausblenden, erhalten Sie neu zwei Griffe. Der erste Griff für die Position und der zweite Griff für die Länge des Textes. Auch so können Sie sehr einfach gute Sachen machen. Die Laufweite wird natürlich bei mittig ausgeschalten ausgegraut, da diese nicht mehr relevant ist. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit, dass Sie eine zweite Zeile beschriften. Hier mal als Beispiel einen zweiten Text. Der wird natürlich dann mit den gleichen Texthöhen und so weiter beschriftet. Die Standardoptionen Kursiv, Fett oder einen anderen Schriftsatz können Sie natürlich jederzeit verändern. Die so erzeugten Texte können Sie mit der rechten Maustaste wieder aktivieren und somit den Text beliebig wieder editieren oder Einstellungen verändern. Sie sehen auch, wie es sich live sofort immer auf dem Teilbild anpasst. Wenn nun das Basiselement, der Spline, verändert wird, ich zeige Ihnen das mal kurz, ich nehme den Spline und verändere die Lage, dann wird der Text angepasst, sobald dass Sie den Text wieder modifizieren. Sie sehen hier gleich auch wiederum, der Text ist wieder platziert und alle Änderungen sind wieder möglich. Das Ganze wird als Elementgruppe abgespeichert, der Text inklusive Spline. Und natürlich können Sie auch verschiedene Layer und so weiter wählen. Hier nochmal ein kleines Beispiel, ein Kreis und ein Polygonzug. Sobald ich die Funktion ausführe, werden auch schon wieder die letzten Einstellungen, die ich gespeichert habe, genommen. Das heißt, Sie müssen Texte nicht nochmal schreiben oder Sie könnten auch links unten mit Favoriten arbeiten, Favoriten speichern und laden. Die Funktion noch gezeigt mit einem Polygonzug. Das funktioniert auch. Natürlich, wenn es jetzt hier so starke Ecken drin hat, dann sind die Ecken natürlich sehr schwierig da sauber auszurichten, aber ich denke, das erklärt sich fast von selbst, was hier genau abgeht. So, auch jetzt passt der Text einigermaßen. Lassen wir das mal so stehen. Ich danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, Sie haben viel Freude an dem neuen Befehl, der in der Version 1 vom Grafiktext für Sie integriert wurde.